神羅転生。Egal, ich gucke mir das an. Wenn ich verliere, verliere ich halt ein bisschen Geld. Ist halt so. Dann kann ich schon mal gucken, worauf ich mich so einlasse. Ah, Level 70, so weit sind doch nicht mal alle meine anderen Pokémon. Setz so ein. Okay. Level 65. Bringt ja nichts. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Attack überlebe. Ich meine, das ist Level 65. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja doch. Egal was, das als ob. Und das ist auch nicht sehr effektiv. Immer trotzdem ordentlich rein. Ich meine, ja, verständlich. Ich lasse es nicht besiegen. Ich kämpfe so lange, bis ich wirklich besiegt werde. Also, ich meine, ich darf mich jetzt nicht extra besiegen. Aber wie soll ich auch so schnell Level 70 erreichen? Ich meine, nicht mal meine Haupt-Pokémon sind Level 70. Sehr faires Matchup auf jeden Fall. Hättest du den Volltreffer nicht ein bisschen vorher machen können, aber gut. Ich meine, das war jetzt nur der erste. Und ich bekomme nur 3000? Hast du mich ewig wegen auf Licht und Dunkel konzentriert, du bist eine Inspiration. Wirklich beeindruckend, du darfst die nächste Ebene gehen. So, dann würde ich erstmal sagen. Hab ich noch irgendwelche? Ich gebe ihm einfach alle Bonbons, die ich noch habe. Level 35. Botza. Könnte eigentlich ganz gut sein. Gegen Ayoras, ja. Zwei. Level 36, Eisenschädel, bringt mir jetzt nichts. Nein. Ne, bringt nichts. EP-Bonbon XS. Könnte mir noch vielleicht zum Level 37 hochhelfen. Leider nicht. Hatte ich noch 8 Sonderbonbons. Also bis Level 44. Buchtschlag. Gegen Zertrümmerer. Konter. Nein. Gut, das war's dann auch, was ich habe. Leichtstein, Heißbrocken, Metallmantel, Wasserstein, Feuerstein, Dynamax. Nein, nein, nein. Ansonsten. Senkkopfstoß. Das bringt mir nichts. Ah, muss ich dich nochmal hochheilen. Top Genesung? Nein. Ein Hypertrank. Du hast genau so viele Leben, wie ich gerade für einen Hypertrank brauche. Und ich meine, du hast das Level 29 besiegt. Das heißt, theoretisch könnte es sogar klappen mit Level 44. Wenn die alle weiterhin so mehr oder minder schwächliche. Das Dunkelheit macht es möglich, auch den schwächsten Lichtstrahl wahrnehmen zu können. Ich werde dir zeigen, wie man die ultimative Kombination aus Licht und Dunkelheit entfesselt.
Okay. Ein Sorokex. Oh, ich mag dieses Ding nicht. Also ich liebe Sorokex zu spielen, aber als Gegner finde ich es ätzend. Level 66. Einmal Protzer. Angriff und Verteidigung steigt. Ja. Ah gut, sehr schön. Ich bin noch im grünen Bereich. Machen wir es mit einem Wuchtschlag. Sehr schön, es ist verwirrt. Und? Nein, das kann gefährlich werden. Eine Kopfnuss. Das hat natürlich mit einem Leben überlebt. Oder mit zwei. Und das bekommt keine Erfahrung mehr. Selbst unter der ultimativen Kombination aus Licht und Dunkelheit habe ich verloren. Wirklich beeindruckend, du darfst dich hier für die nächste Ebene begeben. Ah. Ansonsten musste ich anfangen zu grinden in den, wer ist denn diese Megastrudel da? In den Raids, um es noch ein bisschen weiter zu leveln mit den... Oh Gott. EP-Bombung. Warte, was? Das ist ein Psycho-Pokémon. Was ist denn das für eine Verarsche? Oh, nee. Das wird jetzt nervig. Wuchtschlag hat verfehlt, ja. Überlebe ich noch einmal, ansonsten müsste ich von vorne anfangen. Ist okay. Ist wahrscheinlich so ein Ort, wenn du das... Kein Step, ja. Du brauchst keine Angst haben, ich werde dich nicht verrecken lassen. Zumindest nicht, wenn du davor nicht halb am Verrecken warst. Also wenn du davor halb am Verrecken warst, dann werde ich dich nicht verrecken lassen. Wenn du verreckst durch eine Attacke, dann kann ich auch nichts machen. Das ist so eine Scheiße hier. Also mal sehen, was plus 2 macht. Die hat Nachthieb und Schlitzer. So viel weiß ich. Durchbruch. Plus 2 Durchbruch. Sehr schön. Immer ein bisschen fair. Warum bekomme ich auch kaum Erfahrung? Ich glaube, mir wird schwarz vor Augen. Dummer Spruch. Wirklich beeindruckend, du hast die nächste Ebene. Sehr schön. Kann ich auch mal die ganzen Supertränke aufbrauchen. Aber ich benutze eigentlich nur noch Hypertränke oder Top-Tränke, Top-Genesungen. Das ist wirklich der Turm des Grauens. Was auslaufende Schiffe ein günstiger Wind ist, erschwert einlaufenden Schiffen die Rückkehr. Licht und Dunkelheit liegen oft nah beieinander. Schaffst du es auch bei diesem der Beste zu ziehen? Ist das ein Unlicht? Nein, es gibt keine. Rockaimann ist einfach geil. Also Rockaimann ist wirklich ein cooles Pokémon. Habe ich ganz, also das spiele ich immer ganz gerne. Wie man auch bei Pokorok Sieg gesehen hat. Schön, Pokorok könnte ich auch mal wieder mal nehmen.
Geht Durchbruch durch auch ein Schutzschild durch? Das war... Nee, Schutzschild ist da doch ein bisschen stärker. Sehr schön. Also nur durch Reflektor und Lichtschild geht das. Gut. Nee, Giftzeit hättest du später einsetzen müssen. Erst wenn du am zweiten Zug dran bist, dann nützt das was. Sehr schön. Und Level 45 für Dakuma. Wie ist das auch mal gelungen, aus beiden alles allerbeste rauszuholen? Wirklich beeindruckend, aus den nächsten Mögen. Dort wirst du bereits von jemandem erwartet. Jetzt muss ich erneut gegen den Meister kämpfen, oder wie? Ich hoffe, der hat auch nur ein Pokémon. Der meinte ja, der ist damit dabei. Ja. Da bist du ja endlich. Ich dachte mir, dass du den Turm des Unlichts wählen würdest, daher kam ich gleich hier. Oder Vierer und Dakuma, ihr habt saubere Arbeit geleistet. Guck mal. Doch steht noch ein abschließender Kampf vor, und zwar gegen mich. Zur Abwechslung werde ich meinen Gegner mal nicht mit Samthandschuhen anfassen, also ziehe ich warm an. Fisch-Pokémon meiden einen allzu klaren Fluss, der nicht den Schutz der Dunkelheit bietet. Ich werde jetzt zeigen, was wirklich hinter den geheimen Künsten des Unlichts steckt. Dojo Master. Meister Master, ich warte dich heraus. Dann auch Dakuma. Scheiße, das wird. Das wirst du lästig. Gegen dich bleibt mir nichts anderes übrig, als ernst zu machen. Gut, schaffe deine Sinn und nutze den Kampf, um dich weiterzuentwickeln. Sieh zu und staune, Vierer. Das ist das wahre Potenzial von Dakumas Fäusten. Jetzt kommt ein Nahkampf, oder wie? Ha. Hat sich die Herausforderung als Schaffer scheinbar aus geschädigt, weil da kann man aufpöppeln. Ja gut. Das ist jetzt natürlich scheiße. Ich müsste Dakuma erst bis zu einem bestimmten Level halt leveln. Dann würde ich sagen... Sieht man sich wieder, wenn ich alles zu Tode gegrindet habe und mir einige... Und Dakuma halt mindestens Level 70 ist. Ein bisschen trainiert habe ich jetzt meinen Dakuma. Ist das Level 68? Und wie gesagt... Trainiert in dem Sinne, dass ich ein bisschen gegrindet habe, die Raids. Boah, ja. Na dann. Kennt man ja schon. Ich hoffe, ich habe jetzt bin jetzt stark genug. Also für die ersten paar Jahre. Ich habe so, dem Typen... Also da kann man auch den Expertengurt gegeben, was ja die sehr effektiven Attacken nochmal verbessern sollte. Mit Protzer sollte ich eigentlich noch ein bisschen was aushalten. Durch die ersten vier sollte ich gut durchkommen, außer Iskala. Oh, ich habe Iskala vergessen. Dreck. Ich meine, den habe ich ja besiegt, da war ich Level 29. Aus irgendeinem Grund. Muss ja sogar extrem scheiße sein. Mit dem Basissets hier.
Kennt man ja die Sprecher. Ich hoffe, Level 68 reicht auch aus. Zumindest, dass ich eine Attacke überlebe, dann protze ich ein bisschen und dann muss ich gucken. Ja, gucken wir mal. Das Problem ist, dass Dakuma das scheiß Wesen hat, dass es seinen Angriff wächt. Also sein Angriff nicht gut ist. Das ist natürlich scheiße. Du hattest Iskala, ne? Meine ich. Wobei, da brennt der Expertengurt nicht. Da hätte ich wieder den Fokusgurt nehmen sollen. Nicht Fokusgurt. Den anderen Gurt. Egal. Dann kriege ich von dem ein bisschen Schaden. Macht ja auch nichts. So. Gut, zwei. Ja, aber das war ein Volltreffer, macht ja nichts. Also, das ist wirklich kein Problem. Iskala wird jetzt gedouble-hitted. Muss ich halt gegen den anderen, also gegen den Meister protzen. Jetzt rush ich hier einfach durch. Das ist ganz easy. Welches hattest du nochmal? Ich hab dich gerade eben erst besiegt. Vielleicht ein Schimpf. Ah ja, du hattest Rockheimann. Macht ja nix. Bin ich jetzt schneller? Ja. Das sollte auch ordentlich. Ja. Kriegt man ein bisschen Geld wieder, was man mal verloren hat. Was ist? Nicht richtig. Jetzt. Ah, dann kann ich mal die ganzen Xer verwenden. Dann kann ich ja, stimmt, dann kann ich ja mal endlich mal mit denen arbeiten. Mache ich eine X-Verteidigung, X-Angriff und. Das sollte eigentlich helfen, aber in erster Linie für X-Verteidigung. So, Maastricht. Los, verwandel dich. So, was heißt mit Samthandschuhen? Ich find's so doof, dass man immer hier mit Level 70 und so weiter in die mit Basis-Pokémon kämpfen muss. Das ist Schwachsinn. Sehr schön. Wenn ich mein Team hätte, dann hättest du keine Chance. Aber ich muss ja hier mit diesen Second-Hand-Pokémon arbeiten. Ja, ja, das wahre Potenzial liegt in Dagmas Fäusten. Wie viel zieht das jetzt ab? Sehr schön. Nix Angriff. Er macht einen Energiefokus. Sehr schön. Mann. Wie mal.
Mein Dakuma ist schneller. Oh, der hat einen Fokus-Code, der Penner. Na, come on, Alter. Ey, das ist lächerlich. Bullshit, sowas. Egal. Dann nochmal. Also sowas ist wirklich Bullshit. Mann. Sowas ist auch einfach ärgerlich, dass meine Angriffe halt auch geschwächt werden. Schwächer sind. Einfach nur, weil ich zwei Level bin, unter ihm bin und dann noch mein scheiß Angriff geschwächt ist durch das Wesen. Ja. Und dann muss. Wobei, kann ich jetzt einfach so vorbei? Sind die jetzt optional? Nee. Das heißt, alle dummen Gespräche nochmal neu. Oh, aber ich habe innerhalb von 8 Minuten den gesamten Turm abgeklappert. Also. Weniger. Weil dann ja diese Schwarzblende kam mit. Und dann ist unglaublich lange, die wird schwarz vor Augen. Statt dass sie einmal kurz eine Schwarzblende machen, da einen kurz einblenden, die wird schwarz vor Augen. Nein, die machen das so enorm lang. Aber jetzt habe ich wenigstens eine Verwendung für diese ganzen X-Verteidigungen und so. Ist doch scheiße mit diesem Fokus-Gurt, oder? Dann mache ich halt einfach zwei Verteidigungen. Obwohl, nee, das ist ja egal, wenn die Verteidigung gesteigert wird, weil das wird von Volltreffern ignoriert. Das ist einfach blanker Bullshit, sowas. Und dann hat dieser Wichser auch noch einen fucking Fokusgurt, Quatsch. Der Fokusband, was seinen One-Hit verbehindert. Ah. Und dann immer die. Aber das Schlimme ist, dass man dann immer noch das ganze Zeit voll gequatscht wird. Genau wie in der Top 4 immer wieder derselbe Satz. Ja, ich kenne euren Satz. Kann man nicht einfach sagen, okay, die. Revenge, okay. Los geht's. Nein, erstmal dieser ganze Satz wieder. Ich finde das so schrecklich. So. Jetzt bin ich Level 69. Und jetzt darf ich mir schon wieder dieses Geplapper von dem Typen anhören, ey. Sowas ist einfach Bullshit. Hab ich sonst noch irgendwas? KP plus, ja, aber das bringt auch nicht wirklich was. Nee. Nix. So, es ist eklig.
zur Abwechslung, bla bla bla. Hatten wir schon. Ich hole mir zweimal X-Verteidigung. Und man muss ja hier diese Show abziehen. Hey, ja. Kannst du. Mann! Mach doch so, dass man das weiter mal überspringen kann. Das ist doch nicht mehr lustig. Verteidigung. Ja. Das war potenziell im Dagmas Fäusten. Jetzt kommt mal Eros. X-Angriff, dann eine X-Verteidigung. Ne, es bringt ja nichts. Warum habe ich eigentlich nicht gespeichert bei dem? Ja, der macht jetzt wieder einen Volltreffer, ich bin besiegt, bla. Fokusgurt, Fokusband, ist mir egal. Durchbruch, Volltreffer, tschüss. Oh, ich habe überlebt. Ah, danke. Hat mich 3 Anläufe gebraucht, dieser Turm. Ist doch schon heiß, alle guten Dinge sind 3. Ja. Einfach überwältigen, wie schnell die Jungen, wie die jungen Leute sich weiterentwickeln. Unglaublich. Ihr zwei seid wahrhaftig ein fantastisches Team. Okay. Ich wusste es doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Prächtig, prächtig. Wenn ich sehe, wie toll du doch gemacht trainiert hast, geht mir echt das Herz an. Vor langer Zeit hat sich mein damals bester Schüler auch an diesem Training versucht. Sein Name war Delion. Leider hat ihm sein miserabler Orientierung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat es nicht einmal bis zu dem Schirm geschafft. Oho, so, aber jetzt ist Zeit für Dagmar sein Willkommen. Zeig mir doch bitte mal die Schriftrolle des Unlichts. Ich weiß nicht, welches besser ist, aber Unlicht ging für mich besser, weil ich einfach damit Dakuma besser durch konnte. Ja. Als ob er das nicht gesehen hat schon davor. Als ob diese Schriftrolle ausreicht, um Dakuma weiterzuentwickeln. Okay, das ist ein bisschen Schwachsinn. Eine Schriftrolle, um die Pokémon weiterzuentwickeln. Wallusu. Fokussiert das Ziel. Wallusu lebt in den Bergen, einer fernen Region. Um die Beine zu stellen und seine Kampftechnik zu verbessern, rennt das steile Klippen entlang. Finstertreffer. Oh, das klingt cool. Der Anwender hat den Stil des Unlichts gemeistert und führt einen fokussierten Hartenschlag mit Volltreffergarantie aus. Machen wir mal Iowas weg. Ah, jetzt habe ich mir die Sets nicht angeguckt. Sehe und staune vor, die steht Wulausu in seiner Pracht. Eine unbeugsame Rüstung, an der selbst die härtesten Klingen ab in 2 brechen. Der fokussierte Stil des Unlichts ist in seiner vollendeten Form. Oh.
Kaum zu glauben, dass es sich als der kleine Racker immer ängstlich hinter mir versteckt hat. Was für eine Veränderung. Egal wie viele Jahre man schon auf dem Buckel hat, es ist doch immer etwas Bewegendes, jemanden in Entwicklung so nahe als mit. Vielen Dank, Fira und Voaluso. Oh, da hätte ich doch mein Haar eigentlich etwas wie vergessen. Hier, für dich, das überreiche ich nur jenen, die gegen mein wahres Ich gekämpft haben. Okay. Okay, so, es wird Zeit, zum Dojo zurückzukehren. An ihrem Talent gibt es nichts zu rütteln, dann ist es wohl langsam an der Zeit. Ja, hätte ich mit meinem vernünftigen Team gekämpft, dann hätte der überhaupt keine Chance.